Hallo meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen, einen schönen guten Tag, guten Abend oder wann auch immer ihr zuschaut. Vielleicht, nachdem das Video gerade rausgekommen ist. Ja, also, okay. Erstmal war es für die Stimme. So, was wird das heute für ein Video? Eine Roomtour. Aber jetzt nicht durch den Raum, der hier hinter mir ist und um mich herum ist, sondern durch einen virtuellen Raum, nämlich durch meine YouTube-Heimat hier. Es wurden schon so viele Fragen immer gestellt, mach doch mal sowas, zeig mal das, was hast du denn da alles so und wie viele Abonnenten hast du denn und wie viele Leute gucken dir zu. Da habe ich gedacht, da mach doch mal ein Video über Statistiken hier bei YouTube. Nicht wahr? So, da schauen wir erstmal an. Wir haben hier, wenn man auf diesen Knopf oben links klickt, hier machen wir alles zu. Ja, genau. Hier, wenn man auf den Knopf hier oben links klickt, wird also die Seite neu aufgerufen von YouTube. Das habt ihr sicher auch. Und dann sieht man auch gleich, was ich mir so immer angucke. Nicht? Da werden so die Vorschläge gemacht. Also zum Beispiel, abgesehen von der Werbung hier, ein bisschen Fußball, ein bisschen Geografie und Wetter und Wissenschaft und ja, also Fly Channel, ein sehr schöner Kanal. Dann hier aus der Kinderstube von Vögeln und so weiter, hier Nachrichten. Gut, das kommt dann immer hier, dann wieder was aus dem Küchenbereich auch und so weiter. Ah, hier, diesen Typ, genau, da wollte ich auch nochmal ein Video machen, nämlich Can a Brit name every country in the world? Das machen wir noch. Ich gucke mir das vorher nicht an. So, und dann haben wir hier noch Vulkane aus Island und ja, so, von Buddha was und von U-Bahnen und ja, aus China. Und was haben wir hier noch? Ein bisschen Minecraft müsste eigentlich auch kommen. Also ich gucke nicht so viel Minecraft mehr wie früher. Aber wenn mal interessante Sachen anstehen, dann schon. Aber ihr seht ja schon, was da alles so ist. Hauptsächlich Fußball, Naturwissenschaft und so weiter. Hier unten kommt man dann so ein bisschen aus Deutschland raus. Ein paar Videos von Ausländern in Deutschland. Ja, okay. Das nehmen wir mal hier hoch. Hier gibt es wieder tropischen Wirbelsturm. Okay, ja, kann man sich mal angucken. Hier gibt es was über Vulkane und so weiter. Aber das ist das, was ich angezeigt bekomme. Sowas habt ihr ja auch, Tagesthemen etc. Petite. Und ja, jetzt wird es aber interessant. Ne? Jetzt habe ich erstmal 3 Minuten verplappert. Hier oben ist dann nämlich mein Kanal YouTube Studio. So, YouTube Studio ist jetzt sehr interessant. Kanal Dashboard. Und da stehen so einige Sachen drin. Zum Beispiel, wie viele Abonnenten ich habe. Wir haben heute den 13.05.2021, es ist 0.55 Uhr. Ich habe 4.997 Abonnenten. Kann man sagen, das ist ja schon fast so ein 5.000er Special, was ich hier mache. Na? So, dann gibt es hier Neuigkeiten, Ideen etc. Petite. So, Zusammenfassung letzte 28 Tage, wie viele Aufrufe meine Videos hatten, wie viele Stunden geschaut wurden, in 4 Wochen 284 Stunden, Umsatz nix, ich habe ja keine Werbung geschaltet, dann welche Top-Videos in den letzten 48 Stunden, da waren hier die Sonnenhöhe über der flachen Erde, 25 beste Hymnen, kennt ein Opa aller europäischen, ach das ist jetzt auch mit oben, ist ja ein Ding, so. Dann hier das neueste Video. Ja, gut, das ist ja das neueste. Das hat auch meistens relativ viel. Kann man hier ausklappen und vergleichen. Also den ersten, dieses Video ist jetzt 1,7 Stunden raus, jetzt heute Nacht um 0.08 Uhr 0.53, 13.05. Und da war es im Vergleich zu anderen Videos gar nicht so schlecht.
OSM ist Opa spielt Minecraft. Und dann haben wir ja Frühlingsanfang auf einer flachen Erde. Ein neueres Video auch wieder zu dieser Flacherde-Thematik, die ich ja auch jetzt im seit diesem Jahr häufiger drin habe. Geografie-Quiz und hier dann wird es offen lassen. Opa spielt Minecraft, Springtime on a Flat Earth auf Englisch und Live in the Village. Und Opas virtuelle Welt reisen ganz unten, okay. Ja, und dann noch Genshin Impact, nicht wahr, das neue Projekt. Hier stehen dann die neuesten Kommentare, die ich noch nicht beantwortet habe, vor einer Minute. Ach du liebe Zeit, das ist natürlich relativ, das muss ich nachher mal lesen. Manche beantworte ich auch nicht, so wie zum Beispiel hier, wenn da einfach okay steht, beantworte ich nicht, ja. Mache ich nicht, was soll man da auch zu sagen. So, was haben wir jetzt für Videos draußen im Moment zu den Videos? Und hier kann man sich zum Beispiel dann mal angucken, dann auch andere Sachen, zum Beispiel die Inhalte. Was habe ich für Inhalte? Hier stehen die ganzen Kanalinhalte, also die aktuellen und zukünftigen. Gehen wir mal runter. Dieses Ding ist jetzt, kennt ein deutscher Opa aller europäischen Länder beim Namen, ist das neueste, wurde am 11.05. veröffentlicht. Am 13.05. Opas virtuelle Weltreise, wieder eine Folge, dann kommt wieder Genshin Impact und dann haben wir noch ein bisschen Opa spielt Minecraft. Nochmal Opas virtuelle Weltreisen, Opa spielt Minecraft. Jetzt voraufgezeichnet schon bis zum 13.06. Das ist also ein Monat. Ja, das heißt, das kann ich jetzt erstmal ein bisschen ruhig ruhen lassen. Na, ihr seht schon mal hier die Titel, die euch dann demnächst unterkommen. Und dann natürlich, und da kann sich noch einiges dann ändern, wenn ich hier mal runter scrolle, habe ich dann hier Privatvideos. Pokler 23.04. Das ist das 5000er Abonnenten-Special. Das sind 18 Folgen, 19 mit Vorwort. Ja, ihr werdet dann schon sehen, was das ist. Na? Ich kann es ja sagen, es ist wieder eine Lesung, so wie bei den anderen Rundgeburtstagen, hätte ich beinahe gesagt, auch. Also das kommt dann irgendwann. Dadurch verschieben sich natürlich andere Sachen dann. Sollte ich die 5000 Mark knacken und das wird ja sicherlich, vielleicht ist es ja jetzt schon der Fall, wenn das Video raus ist, ich weiß es nicht. So, und dann kann man also hier bei diesen Videos zum Beispiel hier mal den Vulkanausbruch auf St. Vincent, kann man sich hier in die Daten angucken. Das wurde am 11.04., also vor gut einem Monat veröffentlicht, hat inzwischen schon 546 Aufrufe, 6 Kommentare, 15 Daumen nach oben, keine nach unten. Und hier kann man noch ein bisschen auf die Analytics gucken. Also wie sieht das Video jetzt aus? Hier unten das Graue ist das Normale, was meine Videos sonst immer so machen. Und hier sieht man die blaue Kurve, die geht ziemlich hoch. Also dieses Video hat deutlich mehr, sonst normalerweise 80 Aufrufe. Vielleicht in der Zeit von einem Monat und dieses Video hat 466 mehr. Wiedergabezeit 42,3 Stunden. Es hat mir einen Abonnenten eingebracht und bringt mir kein Geld ein. Ich sage ja immer, es ist nix, ja. So, und hier steht dann auch, das Video ist halt, wie lange ist das Video jetzt hier? 24 Minuten. Steht da oben links und guckt mal hier runter. Guckt der Durchschnittszuschauer 4 Minuten an. So ist das aber immer. Hier ist ein tierischer Einbruch. 49% dazu. Da klickt man also drauf, guckt an. Ah, das ist, interessiert mich nicht, klickt wieder raus. Ja, ist ja in der heutigen Zeit so. Wer guckt sich ein 24-Minuten-Video an? Ich muss halt Videos machen, die 30 Sekunden lang sind. Ja, da schaltet keiner vorher ab. Aber hier sieht man, dass hier am Schluss, das war die Frage auch von einem anonymen
Zuschauer. Wie viel gucken denn eigentlich am Ende noch zu? Das kommt immer darauf an, aufs Video. Hier sind es zum Beispiel 7%, die noch zugucken. So, dann kann man also hier wieder zurückgehen. Dann kann man sich auch noch für andere Sachen angucken. Jetzt gehe ich mal wieder zurück. Hier hoch, zurück, ganz an den Anfang. So, nehmen wir mal zum Beispiel das Video. Wo hast du das denn gefragt? Hier zum Beispiel von den Toiletten. Ja, also normales Minecraft-Video. Opa spielt Minecraft und 52 Zuschauer, 6 Kommentare, 8 Daumen nach oben und ja, dann geht es hier auf Analytics wieder. Und dieses Video ist ganz normal. Das hat also nach 4 Tagen 51 Zuschauer, liegt also in der Mitte. Ungefähr wie immer hat mir ein Abonnent, hat mich ein Abonnenten gekostet. Ach du Jemine. So, hat also einer das Video angeguckt und gesagt, den will ich nicht mehr hören. Aktuell guckt gar keiner. Auch den letzten Tag, letzten 2 Tage hat keiner geguckt. Ja. So, wie sieht's aus? Bei diesem Video haben am Schluss noch 17% zugeguckt. Es gab in der Einleitung einen Einbruch um ja, die Hälfte. Das ist immer so, ne? Durchgehendes Segment. Also hier haben Leute sehr konstant zugeguckt. Zwischen 10 und 4 Minuten, zwischen 4 und 10 Minuten. 2 Einbrüche gibt es hier da. So und hier. Ne, kann man sich alles so angucken. Also wenn man jetzt so ein bisschen, könnte man sich das hier abspielen, gucken, ja, wo haben denn die Zuschauer ausgeschaltet? Das ist, um seine Videos zu verbessern, zu sagen, oh, jetzt muss ich hier ein bisschen mehr Power reinbringen oder was weiß ich. Ne? So, hier kommt dann noch so ein Editor, den habe ich, ja, die Details kann man sich angucken zu dem Video. Das ist mein Videotext. Ja, hier ist die öffentliche Sichtbarkeit. Haben wir einen Abspann dahinter? Weiß ich jetzt nicht. So, dann Thumbnail könnte ich hier ändern. Playlist ändern. So, nicht für Kinder gedacht. Deswegen kann ich auch einen Schluck nehmen. Dies ist auch nicht für Kinder gedacht. So, kann man hier noch ein bisschen mehr anzeigen. Bezahlte Werbung habe ich nicht drin. Dann haben wir hier so Tags drin. Tags, ja, Tags. Der Inhalt wurde noch nie im US-amerikanischen Fernsehen gezeigt, ja, und so weiter und so weiter. Ich könnte hier noch Aufnahmedatum, Aufnahmeort reinschreiben, wenn ich wollte. So. Alles anzeigen. Ich kann das also auch ausschalten. Ne? Ich kann auch zum Beispiel so ausschalten, dass ihr gar nichts mehr sehen könnt. Aber also wie es in meinem Kanal zugeht, was ist das eigentlich? Ja. Ach so, da kann man Videos, ja, da kann man ein bisschen, vielleicht wenn irgendwo irgendein Mensch drauf ist, der nicht drauf sein will, kann ich den hier unkenntlich machen oder Musik rausschneiden oder was weiß ich. Untertitel Monetarisierung, das ist immer schön, ne? Aus. Ich habe ein Video, wo es an ist. Und da ist dann wegen des Titels, ist er denn jetzt von YouTube aus geschaltet worden. Ich sollte mal wieder so eins testweise freischalten. Mal sehen. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Inhalte des Kanals. Und gehen mal auf, ne, wir gehen auf, halt, wo wollte ich hin? Analytics wollte ich hin, genau. Hier stehen zum Beispiel dein Kanal in den letzten 28 Tagen 5.485 Aufrufe gemacht, erzielt. 285 mehr als gewöhnlich, ja, weil ich halt so ein paar Peaks drin hatte. Na, da habe ich zum Beispiel diese Frühlingsanfang auf einer flachen Erde, das ist gut angekommen. Dann war hier der Lip-Sync, also meine Musik. Und hier irgendwo hatte ich dann den Vulkan. Weiß ich jetzt nicht. Man kann das hier also auch noch anders einstellen. Ich kann ja noch weiter zurückgehen. Letzte 90 Tage mir angucken. Hier ist das wahrscheinlich. Genau, hier ist der Vulkanaufbruch aus St. Vincent. Da haben also an dem Tag 383 Zuschauer zugeguckt. Ja,
Und hier, es geht also auf und ab, nicht wahr? Und wenn ich nichts reinstelle, gucken immer noch Leute zu. So soll das ja auch sein. So. Das könnte jetzt ein längeres Video werden, weil wenn ich mal ins Plaudern komme. Ja. So, meine besten Videos in den 90 Tagen. Also hier, das ist nochmal Wiedergabezeit. Was war das hier? Am 11. April, nicht wahr? Da haben sie also viel geguckt. Und wahrscheinlich auch das Video ziemlich lang geguckt. 31 Abonnenten in den letzten 3 Monaten. Dankeschön. So, Umsatz nichts. Klar, habe ich mal wieder gezeigt. Hier könnte man noch mehr zeigen. Jetzt gucke ich mal, was sind denn die besten Videos? Die besten Videos in den letzten 3 Monaten, das war zum einen das Schulferienvideo, das ich Opas Internetempfehlung, das ich seit 2015 eingestellt habe. Das ist also jetzt schon 5 Jahre alt, 5,5, naja, 5 1/4. Und da kann ich zum Beispiel mal gucken, da haben am Ende noch 2% zugeguckt. Ja, hier am Anfang, ja, okay, wie viele Kommentare habe ich dazu bekommen? Weiß ich jetzt nicht. Kann ich auch irgendwo gucken? So, hier, mal sehen. Ne, hier war das, genau. Videoqualität, Standardauflösung. Okay, Analytics wieder zurück. Da sind die Kommentare. Ach, da, nächste. Unbeantwortete keine und ich habe also etliche Kommentare hier. Letzte vor 3 Monaten, vor 5 Jahren. Ja, und dieses Video ist halt gut angekommen, obwohl das von mir gar nicht so jetzt gedacht war, na, so wild, dass das so toll wird. Aber man sieht hier die besten Videos in den letzten 3 Monaten. Da ist also nichts von Minecraft dabei. City Skylines, hier guckt, da habe ich also Videos gemacht, die Mini-Tutorial vor 6 Jahren fast, die nur eine Minute lang sind. Und ich weiß auch nicht, warum diese City Skylines Mini-Tutorials die ganze Zeit jetzt so gut gehen. Ja, da ist zum Beispiel hier Videoanalyse. Da gucken immer viele zu. Und natürlich, weil das Video kurz ist, gucken am Ende noch 39% zu. Das war ja die Frage, wie viele Leute gucken noch zu. Bei langen Videos kaum einer mehr. Aber nach 20 Sekunden, 30 Sekunden immer noch 80% und hier dann fast noch über ein Drittel. Also, ja, weil es kurz ist, ja. Deswegen, Papa Frank, wenn ich kurze YouTube-Videos mache, Minecraft-Videos mache, wollte ich sagen, dann gucken bestimmt viele zu. Jetzt bei dem, was ich jetzt hier mache, das sind schon mal wieder 18 Minuten, da wird das wahrscheinlich so sein, dass am Schluss nur noch die hartgesottenen dabei sind. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Da oben hin. So, Kanalanalysen. Die besten Videos. Jawohl. So, was kann man sonst noch so alles gucken hier? Also, wie gesagt, 31 Abonnenten bekommen. Wobei halt hier am 9. Mai sehr viel war, am Sonntag 6. Das war viel. Ja. Aber es sind natürlich auch mal wieder welche, die abspringen oder gelöscht sind und von YouTube gelöscht werden, weil sie halt die Kanäle gelöscht haben oder was auch immer. Die werden natürlich wieder abgezogen. Ist ja auch klar. So, gehen wir auch mal auf Übersicht, ja, erweiterter Modus. Da kann man noch mehr gucken. So, dann mache ich mal hier alles weg und dann kann ich zum Beispiel mal Abonnenten, Abo-Status. Ach ja, wie viele Leute gucken bei mir überhaupt zu? Aufrufe. Nutzer ohne Abo 71%, Abonnenten 30%.
Also wenn ihr 71% auch noch abonnieren würdet, ja. Ihr guckt zwar weniger, nur 2 Minuten. Der Durchschnittsabonnent guckt 4,5 Minuten, das steht hier unten. Und der Durchschnittsnutzer ohne Abo 2,5 Minuten. Ja, 2 Minuten kürzer. Aber das ist ja der Durchschnittsnutzer. Es gibt natürlich auch Leute, die ja und jetzt am Schluss gucken auch die mehr Nutzer ohne Abo. Also ihr könnt gerne abonnieren, ja. Kostet nichts und macht das. Freut mich. Und macht den hier an dem Tag, da waren mal mehr Abonnenten als Nutzer ohne Abo. So, mal gucken. Im letzten Jahr, also letzten 365 Tage. Ja, ganz am Anfang letztes Jahr, da haben viel mehr zugeguckt. Aber jetzt ist das Verhältnis ein bisschen besser schon. Hier haben viel mehr ohne, also hier zum Beispiel 6 Abonnenten haben geguckt und 367 ohne Abo. So, schauen wir mal nach Region. Ist ja vielleicht auch mal ganz interessant, wie viele Leute, oder wo kommen die Leute eigentlich her, die mir zugucken? Da haben wir zunächst mal hier, Deutschland sind natürlich die meisten, ne? 77% der Zuschauer sind aus Deutschland und die dann überdurchschnittlich gucken, man sieht, dass sie da ein bisschen mehr Prozent ne? gucken, aber 3 Minuten 15. Der Österreicher guckt nicht so lange, der Schweizer ist sehr gewissenhaft und guckt sehr lange zu, nämlich 5 Minuten. Auch die Holländer gucken lange zu, aber das ist halt nur ein Anteil von 0,0%. So, gucken wir mal hier, der Österreicher, der Deutsche. Was haben wir hier hinten? Das ist ein Abbruch. Achso, das ist jetzt aktuell heute am 11. Ist noch nicht ausgewertet, der 11. So. Die Schweizer, ja, Schweizer und Österreich sind noch gut dabei mit 3,513. Die würden bei einer Wahl also unter die 5% Hürde fallen. Ja, was mich dann wundert hier ist zum Beispiel, dass dann Brasilien mit 775 Zuschauern und dann diese Sprünge. Da sind hier am, was ist das für ein Tag? Am 31.08.2020 130 Brasilianer bei mir gewesen. Und das waren fast so, das, ja, 130 Brasilianer und 138 Deutsche. Was war da? Ja, da fragt man sich dann auch hier hinten auch wieder da. Brasilianer, sogar mehr Brasilianer am 26.04. dieses Jahres als Deutsch zugeguckt haben. Ob mein Video da im brasilianischen YouTube irgendwie, welches Video auch immer, da plötzlich vorgeschlagen wurde oder was. Die Brasilianer gucken ja auch nicht so lang. Die gucken nur 8 Sekunden. Ja, die sind immer flott. Die Brasilianer gucken 8 Sekunden, schalten sie wieder aus. Spricht, verstehe ich nicht, spricht kein Portugiesisch. Schalte ich mal aus. So, dann haben wir als nächstes die Finnen. Die Finnen, das bricht aber schon deutlich ein, ja. Das sind nur 63 innerhalb des letzten Jahres. Ach, machen wir mal von Anfang an hier unbegrenzt. Zack, von Anfang an. Jetzt muss er ein bisschen rechnen. Da ist er. Ja, das ist auch ganz interessant natürlich. Das ist jetzt am Anfang von meinem... Na, dann mache ich mal die Finnen aus. Ja, wo sind sie denn? Da unten. Die gucken 5 Minuten, immerhin. Ja. So, Durchschnitt. Die Franzosen 8 Minuten. Nehmt euch mal ein Beispiel daran an den Franzosen. Ja, liebe Brasilianer vor allen Dingen. Das ist ein Unterschied hier. 19 Sekunden, 8 Minuten. Welches Video auch immer das war. Wo habt ihr denn besonders geguckt? Hier irgendwo, ne? Hier. Ja, ja. So, also jetzt schauen wir mal hier, was ist denn hier alles passiert. Hier waren meine Videos ganz am Anfang, 9.3. und so weiter. Und dann kam Porkchop Media und haben mich in ihrem Video erwähnt. Schwupps, das war hier im August 2012. Mit einem, mal gucken, 2400 Leute zu. Na? 2400 Leute. So, dann haben sie mich
nochmal erwähnt. Oder hier irgendwo. Und dann war ich dann bei denen zu Gast. So, dann haben also viele Leute geguckt und dann brach das ein. Das ging also bis zum Mai 2013. So, und dann ist hier wieder so ein Peak. 2014, da hat mich Rotpilz erwähnt in einem Video. Schwupps, wenn so bekannte Leute, ja, Rotpilz-Methode mit seiner Sortiermethode. Da hat er so ein Video gemacht, zusammen auch mit Porto Media und mit anderen Leuten, Zander und so weiter. So ein Gemeinschaftsprojekt, Minecraft, und hat da kurz mich erwähnt. Dann haben die Leute, oh, muss ich mal gucken. Wie heißt der, Opa spielt, müssen wir mal gucken. Das hieß es sofort hier in diesen Kurven. Ja, und dann sind halt hier noch irgendwelche Kurven. Was war hier eigentlich los? 7.5.2020, weiß auch nicht. Naja, da schauen wir mal hier, was haben wir noch? Vereinigte Staaten sind hier insgesamt an vierter Stelle. Ja, die gucken immer mal wieder zu, aber das mit den Brasilianern ist wirklich, und die sind in den letzten Jahren im Kommen, die Brasilianer, auch wenn sie nur 19 Sekunden zugucken. Das, ich weiß nicht warum. Ob ich da in meinem Titel was Brasilianisches drin habe, habe ich eigentlich nicht. So, dann haben wir hier noch viele, viele andere Länder. Thailand gucken wir mal. Der kann mich ja gar nicht verstehen. 2013, dann haben wir hier wieder ganz am Ende. 2019 mal welche. Ja, Taiwan, Indonesien, etc. Petite, Japaner, 49 Japaner gucken zu. Und alle gucken hier an dem einen Tag zu fast. Kann man gar nicht aufrufen, so oder so. Also hier irgendwann 2018 im November und hier 2016 mal zwei Peaks. Da waren aber gleich 30, 25 Leute. Na. So, was kann ich noch gucken? Gehen wir mal wieder zurück. Vielleicht die Abonnentenzahlen. Die Abonnenten überhaupt. Wisst ihr überhaupt? Ja, ihr alle, die mich abonniert habt, das kann ich natürlich auch alles hier lesen. Gehe ich mal aufs Dashboard, dann kann ich hier gucken, wer zum Beispiel die neuesten Abonnenten sind. In den letzten 90 Tagen. Bridget Leach, Alfred Omega, Tony Versum 1.0. Und kann ich mir alle angucken und dann kann ich das nach Abonnentenzahlen sortieren. Letzte 90 Tage, ja. Wer ist denn derjenige mit den meisten Abonnenten, der mich abonniert hat? Schauen wir mal. Das ist The Pixel Kingdom, 1,81 Millionen Abonnenten. Gut, der hat vorher Minecraft gemacht, ja. Let's Otaku hat er da geheißen. Jetzt macht er mehr dieses, wie heißt das Spiel? Ei. Jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Among Us, ja. Dann Niki Knight, kenne ich gar nicht. Muss ich mal gucken. Fettspiel.de, da habe ich schon mal reingeguckt. Das Super Siemens, HSPLP, ja, Opa Zeron. Also um 5000 Abonnenten. Die Askerum. Ja, das sind die Leute mit aber 1,81 Millionen Abonnenten. Das ist natürlich schon heftig, ne? So, dann hier noch so ein paar über 1000 Todeshoden. Mein liebe Freunde, was habt ihr euch für einen Namen ausgesucht? Natürlich nur die Leute, die auch das Abo öffentlich machen. Es kann ja sein, dass mir Gong abonniert hat und der sagt, aber oh, ich mache das aber nicht öffentlich. Delfino, ja, und alle möglichen Zordan. Hier guckte man also aus dem Hundsgraber-Dunstkreis da. Sag ich mal so, Keil auch. Ja, die kenne ich alle aus dem Dunstkreis von Hunsgrab. So, ja, oder noch so ein paar andere, und dann geht das halt weiter. Toniversum, da ist er wieder, den hatten wir schon mal. So, wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde. Das heißt, ich könnte eigentlich mal aufhören, so langsam. Was haben wir hier noch? Hier kann ich mich noch weiterbilden auf der rechten Seite. Also, da sind Neuerungen und Ideen und News-Videos für Creator sind da.
Hier steht zum Beispiel auch auf der linken Seite Urheberrecht. Also welche meiner Videos sind jetzt? Ne, wo habe ich Urheberrechte? Okay, Monetarisierung. Aber das steht auch hier drin bei den Inhalten. Dann kann ich zum Beispiel hier Einschränkungen. Ja, da steht zum Beispiel keine, aber es gibt auch Videos, das habe ich aber auch irgendwo in meinen Nachrichten auf dem Dashboard. Hatte ich in der letzten Zeit keine. Aber da gibt es zum Beispiel dann so Meldungen. Guck nochmal, ob ich das hier finde. Wo seid ihr jetzt wieder? Inhalte. Ich habe das im anderen Video auf Englisch, da suche ich mal die englischen Begriffe jetzt hier. Die sind natürlich nicht da. Hoppsa. Falsche Dinge. So, gehen wir mal hier. Einschränkungen. Filter, kann man das hier? Sichtbarkeit. Nee. Altersbeschränkung auch beschreiben. Beschwerden wegen Urheberrechtsverletzung. Ah, gut. So, hier steht zum Beispiel. Videos, bei denen Beschwerden gegen Urheberrechte eingegangen sind. Da ist dann die Monetarisierung nicht möglich, weil ich da zum Beispiel Musik genommen habe von, ja, von allen möglichen Seiten, wo also wo ich nicht meine eigen genommen habe, ja. Das ist dann allerdings kein Strike oder was, sondern das heißt nur halt, der hat da das Video gemacht. Hier waren zum Beispiel bei der Insel 3 habe ich relativ viele gemacht. Jetzt bin ich ja wieder auf eigene Musik übergegangen, nachdem ich sie wiedergefunden habe. Und da passiert das natürlich nicht. Aber hier steht dann zum Beispiel Details angucken. Da kann ich mir zum Beispiel mal angucken, was hier mokiert wird. Also, Derek Fichter, genau, habe ich ja mal eine Zeit lang viel gemacht von denen. Derek Fichter, Sky-Prozess, Sky-Prinzess, nicht Sky-Prinzess, das Video kann nicht monetarisiert werden. Werbeumsatz wird an den anderen bezahlt. Das heißt, die schalten bei mir Werbung drauf, aber ich kriege da nichts von. Also es kann sein, dass ihr mal Videos anschaut, wo Werbung drauf ist. Ja. Hier steht auch, es hat auf meinen Kanal keine Auswirkung, aber die Werbung wird abgezweigt. Aber gut, da werden sie mit mir ja nicht viel Spaß haben, weil ich ja nun nicht so viel bekomme. Ja, und haben wir einiges natürlich. So, und dann, ja, Beschwerde. Dieses alles hat auf den Kanal alles keine Einflüsse, ne? Aber ich habe, wie gesagt, hier fast jedes Video irgend so eine Beschwerde drauf. Aber ich habe ja von den Derek Fichter relativ viel mal in dieser Zeit gemacht. Das sieht man ja auch hier. So, Beschwerden wegen Urheberrechtsverletzung. Aber jetzt werden wir mal wieder alle nehmen. Ja, das ist, was kommt. Geplant bis zum 13.06. Dieses Video hier wird vorher kommen und vielleicht werden auch die 5.000 vorher kommen. Und da danke ich euch schon mal gleich im Voraus dafür, für die 5.000 Abonnenten. Finde ich toll. Und ja, sollten sie schon da sein, dann habt ihr das auch schon mitgekriegt. Aber im Moment habe ich noch auf dem Dashboard 4.997 Abonnenten. Oh, das werden immer, wir kommen immer näher dran. Ja, live wird das jetzt nichts mehr, weil ich jetzt Schluss mache bei 34 Minuten. Das ist wunderbar. Und ich werde den Rudi noch mal beantworten hier. Seinen Kommentar, ein bisschen was dazu schreiben. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Tschüss und bye bye. Macht's gut. Euer Norbert vom Kanal Überspielt. Ich hoffe, euch hat das gefallen hier. Mal mit der Roomtour im virtuellen Room, ja, virtuellen Raum von YouTube. Mal so ein bisschen in der Analytics rumgeschaut. Ich weiß ja nicht, ab wie vielen veröffentlichten Videos ihr denn auch so ein Ding habt. Also, Oberzieron hat das mit Sicherheit.
denn der hat ja auch 5000 Abonnenten fast. Aber wenn ihr normalen Zuschauer jetzt, ja, die anonymen Zuschauer und die anderen, die danach gefragt haben, guckt mal an, hier ist Mini-Tutorial, hat sich jetzt wieder nach vorne geschoben. Ja, okay, also ihr werdet wahrscheinlich diese Seiten nicht haben. Ihr braucht eine gewisse Anzahl von entweder Abonnenten oder Videos oder beides, ich weiß es nicht. Aber ja, damit ihr mal seht, was hier hinter den Kulissen so passiert bei YouTube, da wünsche ich euch alles Gute. Tschüss und bye-bye, wir sehen uns dann irgendwann und danke euch schon mal im Voraus für die 5000 Abonnenten, denn es sind ja jetzt 4.997, also ist nicht mehr weit und tja, macht es gut, tschüss und bye-bye. Bleibt gesund und lustig und fröhlich und schaut tapfer weiter bei Opa spielt rein. Und schaut auch tapfer bei Opa Zeron rein, auch wenn er jetzt kein Minecraft mehr macht oder kein Hundskraut mehr macht. Aber reinschauen lohnt sich sicherlich immer, hat er noch andere Projekte dabei. Macht's gut, tschüss.